Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Das, was ihr gerade eben gesehen habt, sollte euch einstimmen auf das, was euch im heutigen Mysterium erwartet. Denn ich habe schon häufiger über gruselige Twitter-, YouTube-, Internetmysterien und dergleichen gesprochen. Doch das, was ich nun gesehen habe, das, was viele von euch mir geschickt haben, ist deutlich gruseliger als alle, die ich zuvor angesehen hatte. Denn heute geht es um das Internetmysterium von Gregory 88. Und das ist eine Geschichte, die so seltsam und gruselig ist, dass ich, als ich nachts daran gearbeitet habe, erstmal aufhören musste und am nächsten Tag weitergemacht habe. Diese Geschichte ist wirklich ziemlich erschreckend und ich kann jedem von euch nur empfehlen, bis zum Ende da zu bleiben, da über die ganze Geschichte, die relativ lang ist, hinweg viel passiert. Also, wenn ihr euch für eine wirklich gruselige Geschichte interessiert, dann bleibt jetzt dran und viel Spaß mit dem wohl gruseligsten Twitter-Mysterium von Gregory 88. Unser Mysterium beginnt im Juli letzten Jahres, denn dort entschied sich der Nutzer Gregory 88, einen Account mal wieder auf Twitter zu erstellen. Doch die ersten Tweets, die er gemacht hatte, sind unspektakulär und meistens sogar eher langweilig. Er spricht über seinen Alltag und solche Dinge. Interessant wird es dann aber am 27. August, denn dort schreibt Greg plötzlich, dass sein Großvater leider verstorben ist und er ihn nicht wirklich kannte oder Kontakt zu ihm hatte, da seine Mutter nie über ihn sprechen wollte. Dies war ein seltsamer Beitrag, da er ziemlich persönlich gewesen ist, doch seltsamer wurde es erst danach, denn plötzlich kam ein merkwürdiger Tweet. Etwas Seltsames passiert im Wald vor meinem Haus und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ab hier nimmt das ganze Mysterium Fahrt auf, denn Greg erzählt nun, was passiert ist. Nach dem Tod seines Großvaters soll er auf das alte Haus von seinem Opa aufpassen. Der Ort, an dem dieses Haus steht, ist ziemlich leer. Viel Wald, ein großer See, aber wenig Häuser. Und zunächst war dort doch alles gut gewesen. Alles war ruhig und Greg wollte das Haus eigentlich nur möglichst schnell auf Vordermann bringen und verkaufen. Doch nachdem er eines Tages kurz in der Stadt gewesen ist, bemerkte er etwas Merkwürdiges, als er zurückkehrte. An seiner Haustür hing ein seltsames Gebilde aus Stöcken, Knochen und Seilen. Jemand hatte ihm dies daran gehängt. Greg dachte sich nicht viel dabei und verbrannte es noch am selben Abend in seinem Kamin. Doch eben dieses Artefakt, was dort hing, war nicht das einzige. Denn in den nächsten Tagen fand er um sein Haus herum im Wald noch ein paar weitere, welche überall verstreut waren. Diese Artefakte sahen sich ähnlich, manche waren verziert mit Steinen, andere mit Federn und manche mit Knochen. Greg wurde ab diesem Moment unwohl, doch er selbst sagte, dass es mehr braucht, um ihn zu verscheuchen, sollte dies die Intention von irgendwelchen Witzbolden sein. Er ignorierte die Dinge, die er gefunden hatte, doch als er seinen neuen Garten gepflegt hatte, bemerkte er, dass überall im Garten persönliche Gegenstände einer ihm fremden Person waren. Er fand Socken, eine Jacke, ein altes Notizheft, aus dem Seiten rausgerissen wurden. Dies alles lag in seinem eigenen Garten. Erneut etwas unangenehm, so etwas zu finden, doch nicht allzu schrecklich. Doch nachdem er dann erneut eines Tages in der Stadt war und zurückkam, gefror ihm das Blut in den Adern. Eine Person, gekleidet in einer schwarzen Robe, stand in seinem Garten, versteckt in den Gebüschen und starrte auf das Haus. Von dieser Person machte er heimlich ein Bild, welches er um sein Haus guckte, kurz bevor die Person langsam sich umdrehte und zurück in den angrenzenden Wald ging. Ab diesem Moment hatte Greg wirklich Angst. Er rannte in sein eigenes Haus, doch wusste auch nicht, was er tun sollte. Die Polizei anzurufen würde ihm wohl kaum irgendetwas bringen. Sie würden ihn wahrscheinlich nicht mal beachten, nur weil jemand sein Haus angesehen hatte. Also blieb ihm nichts übrig, als vorsichtig zu sein. Doch das ungute Gefühl, beobachtet zu werden, verließ ihn nicht. Er schloss alle Türen ab und entschied sich, für eine oder zwei Nächte in einem Motel zu schlafen, um einfach sich zu beruhigen und etwas runterzukommen. Doch als er dann sich mitten in der Nacht auf dem Weg zu eben diesem Motel machen wollte, sah er diese Person wieder. Sie stand in seiner Einfahrt und starrte das Haus mitten in der Nacht an. Greg stand quasi neben ihr, doch es wirkte so, als ob diese Person ihn nicht sehen könnte. Und dann bemerkte er etwas. Das Wesen, welches dort in seiner Einfahrt stand, konnte nichts sehen, da beide Augen fehlten. Er wollte für die Polizei ein Beweisvideo machen, um irgendetwas zu haben, um es zu erklären,
Und in der Hoffnung, er würde nicht bemerkt werden, filmte er die Kreatur. Dieses Video möchte ich euch noch einmal hier zeigen. Voller Panik rannte Greg danach in sein Zimmer und sah nach draußen, doch die Kreatur war verschwunden. Dies war der Moment, wo er sich entschied, die Polizei zu alarmieren. Sie sagten auch, dass am Morgen ein Beamter vorbeikommen würde, auch wenn sie skeptisch klang. 2 Tage später meldete sich Greg auf Twitter dann wieder und erzählte, dass der Polizist ihm nicht helfen konnte. Vermutlich glaubte er die Geschichte trotz der Beweise nicht wirklich und dachte, Greg wolle sich einen Spaß erlauben. Die Kreatur aus dem Video war allerdings auch nicht mehr aufgetaucht in den 2 Tagen. Doch er bemerkte etwas anderes. Auf einem Spaziergang bemerkte er beim See neben seinem Haus ein Boot, welches still dort auf dem Wasser war, und es sah so aus, als ob sie Greg beobachten würden. Doch wieder einmal versuchte er das zu verdrängen. Er wollte nicht paranoid werden. Und dies funktionierte für ihn auch. Er fühlte sich nach einiger Zeit sicherer, bis er eines Tages einen kleinen, bunt aussehenden Stein in einem Bach sah. Er wollte ihn sich genauer ansehen und nahm ihn aus diesem Bach raus, doch bemerkte, dass dies kein Stein, sondern ein Auge gewesen ist. Ab hier wurde dieses Gefühl von Sicherheit komplett zerstört. Er bemerkte, dass das Boot zurück war und die Leute, die darauf arbeiteten und ihn beobachtet hatten, waren auch wieder da. Er warf das Auge zurück ins Wasser und lief nach Hause. Doch auch dort bekam er keine Ruhe mehr. Er hatte das Gefühl, als würden von draußen in der Nacht Geräusche kommen. Von einem simplen Rascheln, welches er noch für ein Tier gehalten hatte, kam plötzlich das laute Schreien einer Person. Die nächsten Tage passierte nicht viel Neues. Doch Greg begann zu bemerken, dass die Leute ihn anfingen zu erkennen in der Stadt. Seine Geschichte schien sich dort rumzusprechen und in einem Laden machten sich sogar 2 Zwillinge über ihn lustig und dies ohne Grund. Doch als er dann zu Hause war und versuchte herauszufinden, was in den rausgerissenen Seiten des Notizbuches, welches er gefunden hatte, stand, versuchte er es, die durchgedrückten Linien mit Kohle sichtbar zu machen. Auf dem Blatt stand dutzendfach der Satz: "Sie haben meine Augen genommen." All dies machte Greg von Tag zu Tag mehr Angst. Er versuchte auch mit seiner Mutter zu sprechen, ob sie etwas über dieses Haus wüsste, doch erneut war sie sehr verschlossen und erwähnte bloß, dass es einen Weinkeller gibt. Die nächsten Tage passierte wieder nichts Besonderes. Er fand einen zusammengefallenen Schuppen im Garten, einige Metallbuchstaben, mehr aber auch nicht. Doch dann, einige Tage später, bemerkte Greg, dass auch etwas mit der Stadt nicht stimmte. Es waren merkwürdige Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass niemand in diesem Dorf Eier verkaufte. Allgemein war der Stadtbesuch seltsam, doch als er dann zurück zum Haus fuhr, wurde es noch seltsamer. Jemand hatte ihm einen Zettel mit dem Wort "Leave" in seinen Türspalt eingeklemmt. Erneut haben wir wieder eine Pause der Geschehnisse und erst etwas später schreibt Greg erneut, dass er durch den Wald spazierte und dort Knochen und alte Möbel herumliegen sah. Doch das Seltsamste war, dass er erneut diese Kreatur gesehen hat. Die seltsame Kreatur stand still im Wald und starrte auf den Boden. Er beobachtete sie eine Weile, bis die Kreatur sich umdrehte und wieder ging. Nun, wo er keine Angst mehr haben müsste, entdeckt zu werden, konnte er zurückgehen zu seinem Haus. Erneut vergingen ein paar Tage, bis er in einem alten Buch Polaroids fand. Sie waren unspektakulär, ausgeblichen und dreckig, und das erste Bild zeigte auch nichts als ein paar Bäume, und das zweite war auch nicht besser und zeigte bloß eine Aufschrift namens Deepwater Chapel. Doch dies waren die einzigen Bilder, die er fand. Erneut, dies war etwas seltsam, doch er wusste nicht wirklich, was er damit anfangen sollte. Doch schon am nächsten Tag ging die ganze Situation weiter, denn plötzlich schrieb er: "Sie war hier. Die Frau war in meinem Haus." Es passierte, als er am Vortag im Wald war. Er war im Wald spazieren, als es plötzlich anfing zu regnen und er nach Hause rannte und seine Kleidung beim Kamin zum Trocknen legte.
Er ging zu Bett, um sich aufzuwärmen, doch kurz nachdem er eingeschlafen war, träumte er von seinen alten Freunden aus seiner Heimatstadt, mit denen er Späße machte und redete, als ein sehr guter Freund von ihm namens Eric plötzlich davon sprach, wie gruselig der Wald ist und dass Greg vorsichtig sein muss. Plötzlich sah Eric Greg an und fragte, »Ist da jemand, der dich beim Schlafen beobachtete?« In diesem Moment wachte Greg panisch auf und hatte ein Gefühl, als wäre wirklich jemand bei ihm gewesen. Er hatte schreckliche Angst, ein Gefühl, welches jeder von uns wohl kennt, nachdem man einen Albtraum hatte. Er lag für einige Momente im Bett und hörte von unten aus dem Untergeschoss etwas. Er brauchte einige Zeit, um sich zu beruhigen und um nachzusehen. Und als er dann runterging, bemerkte er, dass seine Küchentür nach draußen, welche er zuvor mit hundertprozentiger Sicherheit abgeschlossen hatte, weit offen stand. Greg wollte gleich am nächsten Tag einen Schlosser rufen, damit alle Schlösser im Haus ausgewechselt werden. Doch als kein Schlosser direkt Zeit hatte, entschied er sich endlich wegzufahren und so lange in einem Motel, eine Stunde entfernt von seinem Haus, zu schlafen, bis die Schlösser alle gewechselt wurden. Als er dann endlich einen Termin hatte, fuhr er zurück zum Haus. Doch auch hier passiert etwas Seltsames, denn er bemerkte, dass etwas über die Straße rannte. Auf seinem Weg zurück durch einen Wald rannte etwas Seltsames, das nicht wie ein Hirsch oder Reh aussah, darüber, und dies verwunderte ihn. Normalerweise sah er auf dieser Fahrt häufiger mal Rehe, doch diesmal war dieses Ding, welches tiefrot war, das einzige, was er bemerkte. Das Problem war zudem, dass als diese Kreatur über die Straße rannte, Greg Panik bekam, von der Straße ablenkte und seinen Wagen in einer Böschung festfuhr. Damit konnte er nicht weiterfahren und musste die restliche Strecke nach Hause gehen. Mit mulmigem Gefühl ging er los und bemerkte erneut auf seinem Weg Artefakte am Wald, nur dass diesmal Kleidungsstücke eingearbeitet waren, die bei genauerem Hinsehen ihm selbst gehörten. Es waren die Kleidungsstücke, die er zum Trocknen zum Feuer gelegt hatte. Jemand, der in seinem Haus war, hatte sie mitgenommen. Greg entschied sich, die Dinge diesmal nicht anzufassen und ging weiter, bis er etwas Leuchtendes im Wald bemerkte. Versteckt in einer Böschung waren dort einige riesige Eier. Mehrere, die eine seltsame Größe hatten und relativ warm waren. Obwohl es Mitte Dezember war, ging von diesen Eiern eine Wärme aus. Später, als er dann nach Hause kam, war der Schlosser dort und wechselte alles aus. Dies war die große Hoffnung, dass nun sich alles beruhigen würde, doch das Gegenteil war der Fall. Am 29. Dezember schrieb Greg, dass er nach draußen ging, weil er etwas hörte. Er war in der Küche und hörte Dinge, als würde jemand draußen herumgehen. Und er lief direkt raus, um diese Person zu konfrontieren, um endlich Antworten zu erhalten. Doch er konnte nur noch sehen, wie die Kreatur zurück in den Wald rannte. Doch sie hat etwas zurückgelassen. An seiner Wand war ein neues, riesiges Artefakt von seinem Pullover und einem Text. Der Text, der an seiner Hauswand stand, war »Fürchte dich vor Neumond«. Greg ließ diesmal alles, wie es war. Er hatte mittlerweile keine Lust mehr, sich um alles zu kümmern. Aber er sah nach, wann Neumond ist. Und laut seinem Kalender wäre dies der 5. Januar. Und an diesem Datum kamen neue Nachrichten. Diese Nachrichten waren panisch. Greg hatte Angst bekommen und sprach davon, dass er am nächsten Morgen einfach das Haus verlassen wird. Er wollte einfach nur seine Ruhe haben, doch eben diese Ruhe funktionierte nicht. Er wollte sich aus dem Weinkeller noch einen Wein holen, um sich damit wenigstens ablenken zu können und die Nacht zu überstehen. Und da stand sie, ruhig im Weinkeller mit dem Rücken zu ihm. Sie war ins Haus gelangt und stand dort leise. Doch als Greg sie anstarrte und filmte und fotografierte, drehte sie sich um und sprach zu ihm. Sie sagte, dass sie ihm nichts antun würde und sie alles erklären kann, was passiert war. Sie gingen zusammen ins Wohnzimmer, um darüber zu sprechen. Und dann erklärte sie ihm, was all das bedeutete. Sie sagte, sie wolle ihm nicht schaden, sondern nur beschützen mit Hilfe dieser Artefakte, da es gefährlich ist, hier zu leben. Auf Gregs Frage hin, wovor er denn beschützt werden müsste, sagte sie lange nichts, bis sie dann erzählte, dass hier Wesen im Wasser leben. Vor langer Zeit kam etwas vom Himmel und landete im See, und mit ihm brachte es Dinge mit. Diese Dinge gehören zu diesem Ort und die Menschen, die hier leben, haben sich damit abgefunden und leben damit.
Sie versuchen es auch von der Außenwelt fernzuhalten, doch als Gegenzug darum bekommen sie etwas. Alle Menschen, die hier leben und helfen, bekommen ein langes, gesundes Leben und sehr viele Kinder, doch nicht umsonst. Zunächst war es nur ein Wesen, das hier lebte, doch mit der Zeit wurden es mehr. Die Kreatur legt Eier, und diese Eier, die auch Greg sah, waren seine Kinder, die noch schlüpfen mussten. Die Kreaturen kommen aus dem See, um Eier zu legen, und die Menschen kümmern sich dann um die Eier, bis sie schlüpfen. Doch dann müssen sie auch gefüttert werden. Die Neugeborenen müssen Essen kriegen, und eben das ist der Preis, den die Menschen für ihr Leben hier zahlen müssen. Denn sie bekommen zwar viele Kinder, doch eben ihre eigenen Kinder müssen sie größtenteils an die neugeborenen Wesen füttern. Sie selbst war einst ein Kind gewesen, welches verfüttert werden sollte. Und als sie verfüttert wurde, gingen die Kreaturen auf sie los und nahmen ihr ihre Augen. Sie erzählte von ihren Erinnerungen, dass die Wesen ihre Augen rausrissen und sie nur noch den Schmerz spürte und dass sie danach wegrannte, tief in den Wald, bis sie nicht mehr atmen konnte. All dies war seltsam und überforderte Greg, doch er wollte wissen, warum er dies jetzt erfährt und ob man irgendetwas tun kann. Und sie erklärte es. Es war nun Zeit, dass alle Eier schlüpfen würden. Es gibt einige, die früher schlüpfen, doch die meisten im Herbst gelegten Eier schlüpfen dann, wenn es am dunkelsten ist. Und eben der dunkelste Tag ist Neumond. Wie vom Schlag getroffen, rannte Greg nach draußen und machte Bilder. Er wollte sehen, ob die Kreaturen noch dort lauerten, ob er noch irgendetwas unternehmen konnte, um die Eier zu zerstören. Und dann sah er sie. Die seltsamen Bestien. Er machte Fotos und rannte vor ihnen weg. Er rannte im Kreis und wusste nicht, wo er war. Er kam sogar dort vorbei, wo er die Eier vor ein paar Tagen noch gesehen hatte und fand nur noch Schalenreste. Es war zu spät. Die Eier waren geschlüpft. Er rannte weiter und weiter bis zum See und auch dort konnte er nichts mehr tun. Er wartete auf sein eigenes Ende und auf seinen Tod. Doch 10 Tage später erhielten wir eine neue Nachricht von ihm. Er war immer noch da und immer noch am Leben. Er hatte das Haus nicht verkauft, denn er hat sich entschieden, etwas gegen diese Kreaturen zu tun. Er will nicht mehr, dass Kinder an diese Bestien verfüttert werden und will nun die Brut aufhalten. Und das nächste Mal, wenn Eier dort gelegt werden, will er diese Eier alle zerstören, damit die Bestien sterben. Das ist das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Und das ist das Gregory-Mysterium von Twitter. Es ist eine unfassbar gruselige und gut durchdachte Geschichte, die wirklich horrorfilmwürdig ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es gibt diesmal keine genauere Analyse, da es höchstwahrscheinlich keine echte Geschichte ist. Doch wie euch das gefallen hat, schreibt das gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.